is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wenn die Reue zu spät kommt und ich will über ihn das Schwert herbeirufen, auf all meinen Bergen, spricht Gott der Herr, dass jeder sein Schwert gegen den anderen erhebt. Die Gottlosen sind mit Reue erfüllt, aber nicht, weil sie Gott und ihre Mitmenschen auf sündhafte Weise vernachlässigt haben, sondern weil Gott gesiegt hat. Sie beklagen, dass das Ergebnis so ist, wie es ist, aber ihre Bosheit bereuen sie nicht. Sie würden nichts unversucht lassen, um doch noch zu siegen, wenn sie nur könnten. Geistliche und Volk erkennen, dass sie zu Gott kein richtiges Verhältnis gepflegt haben. Sie sehen ein, dass sie gegen den Urheber aller gerechten Gesetzgebung rebelliert haben. Das Beiseiteschieben der göttlichen Vorschriften hat tausende von Quellen des Bösen, der Disharmonie, des Hasses und der Bosheit aufbrechen lassen, bis die Erde ein riesiges Schlachtfeld geworden war, ein Sumpf der Verdorbenheit. Dies ist die Sicht, die nun die gewonnen haben, die die Wahrheit abgelehnt und den Irrtum vorgezogen haben. Keine Sprache kann das Sehnen beschreiben, das die Ungehorsamen und Untreuen empfinden. Eine Sehnsucht nach dem, was sie für immer eingebüßt haben, das ewige Leben. Menschen, die von der Welt wegen ihrer Talente und Beredsamkeit angebetet wurden, sehen diese Dinge jetzt im wahren Licht. Es wird ihnen klar, was sie durch ihren Ungehorsam verschätzt haben. Und sie fallen jetzt denen zu Füßen, deren Treue sie verachtet und verspottet haben, und bekennen, dass Gott sie geliebt hat. Die Leute merken, dass sie irregeführt worden sind. Sie werfen sich gegenseitig vor, einander in den Untergang geführt zu haben. Aber sie machen den Geistlichen gemeinsam die bittersten Vorwürfe. Unzuverlässige Pfarrer haben angenehme Dinge geweissagt. Sie haben ihre Zuhörer dazu verführt, das Gesetz Gottes als nichtig zu erklären und die zu verfolgen, die es heilig halten wollten. Ganz verzweifelt bekennen diese Lehrer nun von der Welt, dass sie in die Irre geführt haben. Die Massen werden wütend. Wir sind verloren, schreien sie. Und ihr seid schuld daran, und greifen diese falschen Hirten an. Ihre größten Bewunderer werden sie nun mit den furchtbarsten Flüchen belegen. Hände, die sie einst mit Lorbeer umkränzt haben, heben sich jetzt, um sie zu töten. Die Schwerter, die Gottes Volk hinmetzeln sollten, werden nun benutzt, um deren Feinde umzubringen. Überall herrscht Kampf und Blutvergießen. The Lord is coming. Are you ready?